Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Death Stranding. Ja, wir machen natürlich sofort an der gleichen Stelle weiter. Ich möchte unbedingt mit euch erleben, was passiert, wenn wir die Tochter ihrem Vater zurückbringen. So, zunächst einmal, John Dark hat geschrieben: Danke für den Tipp, du bist Gold wert. Ja, er hatte halt noch nicht Metal Gear Solid The Phantom Pain gespielt und ich habe ihm da halt beim letzten Mal ein paar kleine Tipps gegeben. Unter anderem auch zu Ground Zeroes. Und Ground Zeroes, John, falls es dich interessiert, ich habe von der Hauptmission zwei Speedruns gemacht. Einmal den normalen Schwierigkeitsgrad, da habe ich glaube ich 10 Minuten und 14 Sekunden gebraucht, womit ich nebenbei meinen alten Rekord auf der PS3 gebrochen habe. Und dann habe ich noch einen zweiten Speedrun gemacht auf Extrem. Und da habe ich nur 10 Minuten und 34 Sekunden gebraucht. Jedenfalls, falls du total überfordert bist und nicht weißt, wie man die Hauptmission am kreativsten oder am schnellsten oder wie auch immer spielt, also wenn du wirklich Bammel hast und damit überfordert, dann guck dir am besten das Video an, das ist kein Problem. Ne? Guckst dir einfach das Video an und dann befolgst du auch die ganzen Schritte und dann hast du kein Problem damit. Ne? Aber nur für den Fall des Falles. Ne? So, dann machen wir mal weiter. Wir liefern jetzt die Tochter aus. Zu ihrem Vater. Und dann haben wir hoffentlich dieses Gebiet freigeschaltet und können endlich unser Motorrad aufladen und wieder durch die Gegend heizen. Keine Sorge, Mädel, gleich sind wir da. Hier sind wir auch schon. Liefern, angeforderte Fracht liefern, ja. Bitte sehr. Bist du verletzt? Danke, Bridges. Unglaublich, dass du lebst. Das ist mein Spruch, Dummerchen. Ich dachte, du wärst tot. Mutter sagte das von dir. Ich habe es gehütet. Immer. Aber nach dem Angriff ging es nicht mehr. Ich wollte es reparieren, damit der Sand wieder läuft. Doch das fühlte sich an wie ein Schlusspunkt. Wie dich zu vergessen. Naja, jetzt können wir nach vorn schauen. Gemeinsam, du und ich. Wenn du bereit bist. Natürlich. Der Mann, den ich kannte, handelte nicht mit Schrott. Er reparierte Dinge, machte sie wieder wie neu. Die Teile einsammeln und das Beste daraus machen. Das kann ich auch am besten. Aber dieses eine Teil brauchen wir nicht. Die einzige Zeit, die zählt, ist die Zeit, die ich mit dir verbringe. Also zählen wir unsere Momente doch selbst. Gemeinsam. Ich bitte dich, mich zu heiraten, Dummkopf. Werde ich. Ich will. Ja. Und noch etwas. Was? Vergib meiner Mutter, bitte. Sag ihr, dass wir das hier wollen. Hilf ihr, es zu verstehen und zu akzeptieren. Denn sie braucht uns. Und ich brauche sie. Okay. Dinge gerade biegen kann ich. Ha ha.
Gut, dann habe ich das Ganze ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte, das wäre seine Tochter gewesen. Ups, okay. Gut, dann machen wir mal weiter. Das ignorieren wir mal gekonnt, ne? Wir haben Romeo und Julia wieder... Oh, give up, okay, gut. Ich habe vor allem Moment given up gelesen. Given up von Linkin Park, aber nee, heißt nur give up, alles klar. Obwohl das ziemlich cool wäre. Weißt du, wir schwingen unser Hintern auf das Motorrad, brettern los und dabei kommt I give up! Sorry, dass ich so ein Arsch war. Ich habe dich und Fragile schlecht behandelt. Ich werde mit meiner Kleinen ganz neu anfangen. Und wenn ich auch nicht annähernd das schaffe, was ihr da draußen macht, so will ich meinen Teil leisten. Wenn etwas repariert werden muss, kommt zu mir. Die UCA kann auf mich zählen. Ich werde mich dran gewöhnen müssen, aber es wird Zeit. Wir kommen ins UCA-Netzwerk. Ich lasse euch nicht hängen. Versprochen. Wir werden dich nie vergessen. Danke. Aber jetzt mal ernst, die Gestik, die die Frau gerade gemacht hat, das war original die Gestik von Revolver Ocelot gewesen. You're pretty good. Ich denke, das ist schon so als kleiner Insider von Hideo Kojima aus gedacht worden. You're pretty good. Aha, aha. Schön. Eine Schockbombe. Hallöchen. Na bitte, ja, jetzt kann ich euch den Rest verwenden. Na super. Geil. Sam, die ganze Region ist jetzt mit dem chiralen Netzwerk verbunden. Auf zum nächsten Gebiet. Genau. Um South Nord City einzubinden, musst du eine Lieferung von Lake Nord City ausmachen. Ich kann nicht ganz folgen. Wieso bringen wir die Leute nicht ins Netzwerk? Dann können sie drucken, was sie brauchen. Du kannst nicht alles drucken. Das ist dir klar, oder? Nahrung. Medikamente, organische Verbindungen, dein gegen GDs erwiesenermaßen so effektives Blut. All das kann man nur auf altmodische Art verschicken, nicht über das Netzwerk. Seit dem letzten Angriff kommen die Einwohner von South Nord nicht mehr auf die Beine. Damit sie überleben können, brauchen sie alle Vorräte, die Lake Nord erübrigen kann. Geh hin und nimm den Auftrag an. Übrigens, manchmal trittst du die Rückreise auch ohne jede Fracht an, oder? Völlige Verschwendung. Mach das Beste aus jeder Strecke, indem du immer eine Lieferung dabei hast. Zum Beispiel kam gerade etwas vom Schrotthändler rein. Wohl ein gemeinsamer Auftrag von ihm und der chiralen Künstlerin. Ich denke, es wäre am besten, wenn du ihn annehmen würdest. Genaueres erfährst du am Terminal. Vorsicht, Sam. Das chirale Niveau nördlich von South North City ist ungewöhnlich. Die Zahlen deuten auf schweren Zeitregen im Gebiet hin. Scheint eine Art Unwetter zu sein, aber etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Wobei ich es ehrlich gesagt natürlich auch nicht sehe. Das Unwetter sollte direkt außerhalb meines Labors toben, aber mit dem Baby kann ich nicht nachsehen. Bis jetzt scheint es kaum Schaden angerichtet zu haben, aber könntest du für mich nachsehen? Nur halt bitte genug Abstand, okay? Jetzt mache ich mir Sorgen. Katastrophe. Okay, machen wir mal einen Auftrag für Sam. Ja, Mann, die wollen es aber richtig wissen. Nehme ich an. Damit, ja.
Ich kümmere mich darum. Zack. Aber was machten die? Mit diesem kleinen Schätzchen kannst du deine Feinde betäuben und dir eine kleine Atempause verschaffen. Einfach ausrüsten und werfen. Sie haben Kontaktzünder. Sie sollten alle Lebewesen innerhalb ihres Wirkungsbereichs handlungsunfähig machen. Geil. Aber nur Lebewesen. Gegen GDs sind sie vollkommen nutzlos. Ist doch egal. Hauptsache gegen diese Plünderer-Idioten. Ist ja geil, Alter. So ein Ding will ich haben. Ja, damit. Ja, dann. Ich nehme mal eins mit. Eine Granate. Bestätigen. Ja. Ja, damit. Prototyp eines Motors. Scheiße schwer, das Ding. Warte mal. Oh, Alter, das wird jetzt aber hardcore. Aber ich will nämlich mit Motorrad wieder rumfahren. Und da muss ich hier... Genau, aufbrechen. Ja. So. Wo ist mein Motorrad? Halt, warte, hier gibt es ja noch einen Auftrag. Warte, hab ich ja völlig vergessen. Termin aktivieren. Hier gibt es noch keinen Auftrag. Gleich mal kurz gucken. Standardauftrag, das ist... Alter, ist das... Oh Gott. Ah, eine Versorgungsanfrage. Kannst du dich darum kümmern? Danke, Sam. Wir bräuchten mehr Leute wie dich. Warte mal, nach der Lieferung werden diese Gegenstände dem Spieler, der die Anfrage gestellt hat, zur Verfügung gestellt. Ergo, wir bekommen neue Ausrüstung, gell? Kann ich da nicht meinen kleinen Roboterfreund loslassen? Nein. Ist ein anderer das ist ein anderer Spieler, oder? Na, wir müssen ja eigentlich eh in die Richtung, nicht wahr? Wir müssen eh dahin, also können wir machen, klar. Ich muss jetzt mal, warte mal, ich muss mal hier überlegen, ist das hier überhaupt doch? Das ist. Doch, da müssen wir hin, genau. Für die Hauptmission, genau. Dann können wir das nebenbei erledigen, das ist gut. Und go. Yep. 10.000 Fist in die Air. So, wo ist mein Motorrad? Da drüben, genau. Bauen wir uns einen Generator. Hey. Alter, das Ring hat den Teil ganz schön zugesetzt, ne? Das Ding sieht überhaupt nicht mehr gut aus. Ey, ob ich damit überhaupt noch fahren kann? Also kann ich eh nicht benutzen. Ja, ja. Ich weiß, ich muss das Ding erstmal wieder betanken. Aber warte mal, ich kann mich entsinnen. Im letzten Port, da haben wir doch da drüben irgendwo noch ein anderes Fahrzeug gesehen, nicht wahr? Weil ganz ehrlich, dann würde ich jedoch lieber das andere Fahrzeug mal ausgeschaltet. Nur mal gucken, wo ist denn hier das andere? Hier gab es noch ein anderes. Ich weiß, das habe ich im letzten Port mal angesprochen gehabt. Moment. Skinner! Geister. Okay, wir drehen um. Wir drehen um. Ist gut. Ich wollte nur mal gucken. Spüren Sie es, Mr. Krabs? Ich spüre tatsächlich wirklich etwas. Geh nochmal zurück. Ja, wir verlassen das Gebiet, genau. Gut, nehmen wir ein anderes Motorrad. Beziehungsweise wir können uns dann auch ein anderes Motorrad herstellen. Also
Hey, ganz chillig. Moment. Wo war gerade. Von wo aus sind wir gerade losgelaufen? Da, der Schrotthändler, genau. Da will ich hin. Da will ich hin. Da will ich hin, genau. Wir bauen uns einfach ein neues Motorrad. Punkt aus Ende. Ach, ein Seil. Da hat auch jemand so ein Ding gemacht. Oh, sehr schön. Das kommt weiter. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind wir. Wir bauen uns ein neues Motorrad, dann fahren wir los. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ich sehe jetzt mal so meine Idee. Alles klar, wir brauchen ein neues Fahrzeug. Terminal aktivieren, wir bauen uns ein Motorrad. Ausrüstung herstellen, wir machen uns ein Motorrad. Ha! Toll, da bin ich schief gewickelt. Was für ein Dreck. Gut, muss ich mir halt einen Generator hinstellen und das alte Motorrad wieder aufladen. Es hätte ja so schön werden können, aber nein. Waffeneinschränkung aufgehoben. Ja, ja, genau. So, warte mal, wo haben wir es? Hier haben wir es. Ha. Jetzt bauen wir uns einen schönen Generator hier hin. Ich weiß, andere Mitspieler werden sich jetzt denken, warum baut der heute einen Generator dorthin gebaut, aber ganz ehrlich, es ist wichtig. Ich will immerhin das Ding wieder aufladen. Hier. Zack. Packen wir hier schon mal das Fahrzeug drauf. Hier, dann packen wir das hier. Das packen wir am Motorrad. Und das ebenfalls auf das Motorrad, genau. Das muss ich dann so auf den Rücken mitnehmen, ne? Ja, komm. Ich habe keine andere Wahl. Muss ich machen. Alles auf den Rücken. Nein. Bestätigen, genau. So. Überlösen, genau. Bam. Perfekt. Perfekto. So, aufsteigen. Fahrzeug benutzen. So, wir laden auf und dann fahren wir wieder los. Oh, tut das gut, wieder hier ein bisschen Strom zu haben. Oh, herrlich. Hey, du. Da müssen wir hin. Okay, wir löschen jetzt mal die letzte Route. Oder auch nicht. Naja, egal. So. Weil ich weiß, hier gab es beim letzten Mal so einen fetten Spalt und der nervt ganz schön. Wir haben das beim letzten Mal gelöst. Wir haben das beim letzten Mal gelöst, indem wir einfach... Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube aber, wir sind hier... Obwohl, hier ist eine Straße eingezeichnet. Vielleicht folge ich einfach mal der Straße. Doch, doch, der Straße mal folgen ist, glaube ich, eine gute Idee. Warte mal. Hört mich jemand? Moment. Die Straße. So, warte mal, doch, doch. Ja, ja, der Straße folgen geht. Hm, ja, ich weiß, ich kann die Straße wieder mal nicht sehen. Okay. So, machen wir das hier und das hier. Ganz grob, aber wird seinen Zweck erfüllen. Genau, von dort ist es ja eigentlich kein Problem, dorthin zu kommen. So. Dann mit dem Marker. Reparaturspray habe ich, glaube ich, keins dabei, aber egal, das Motorrad wird bestimmt durchhalten. Also.
Ah, wenn nicht, dann muss ich halt laufen. Fuck. Fahr. Fahr mal, kleines Motorrad. Fahr. Halt mir bitte noch ein bisschen durch. Hätte ich mal Reparaturspray eingepackt, wa? Ich bitte euch, ich habe das eigentlich noch nie verwendet und ich bin bis jetzt auch eigentlich ganz gut ohne ausgekommen. Ich wurde abgescannt mit einem Scanner. Jetzt sind wir hier entlang. Genau, ganz tiefenentspannt bleiben. Ich habe alles unter Kontrolle. Da ist der Spalt, den ich... Ja, ja, den habe ich zu hassen gelernt. Obwohl, vielleicht haben diese Mool-Typen einen LKW. Und dann könnte ich noch mehr mittransportieren. Aber ich mag das nicht. Guck mal hier entlang. So. Ganz entspannt bleiben. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich weiß, es könnte ich alles mitnehmen, aber egal, ich mag es nicht. Hä? Schien so ein paar Idioten. Einfach hier. Fahren einfach dran vorbei. Ich habe ein Motorrad und dicke Eier. Was wollen die mir anhaben, hä? Was wollen die, hä? Wenn die Beef wollen, den können sie gerne kriegen. Sie werden aber nicht gewinnen. So. So. Wie weit ist es noch? Da drüben. Ach, wir sind gleich da. Auch sehr schön. Wir haben es fast geschafft. Fast geschafft. Vor allem, ich sag noch fast geschafft, dann lande ich hier. Oh, Moment. Oh, nicht gleich fluchen, nicht fluchen. Wow, das war ja... Okay. Ah. Unwegsames Gelände. Komm schon, komm schon. Da hat jemand noch ein Seil platziert. Sehr schön. Verlorene Fracht, das lassen wir alles liegen. Ich will hier einfach mal ein bisschen was schaffen. Sehr schön. Gleich sind wir zu Hause. Gleich können wir mal in Ruhe duschen. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Also im Spiel habe ich schon lange nicht mehr geduscht. In echt dusche ich ja jeden Tag. Das entspannt mich auch einfach, wie du willst. Oh ja, wir haben es geschafft. Absteigen. Hier bin ich. Fracht liefern. Genau, hier hast du deine Generatoren. Warst lange unterwegs, was? Ich hoffe, der Fracht geht so gut wie dir. Sehr schön, sehr schön. Ich schätze, du warst der Richtige für den Job. Naja, kann nicht jeder den... Kann nicht jeder das ausliefern, wa? Ich wollte eigentlich einen Spruch mit Spaltenjodler bringen, weil ich kann mich entsinnen. Ich hab mal... Oh, warte mal. Ah, ich kann meinen Rucksack jetzt anpassen. Sehr schön. Ich hab ja... gewissen Part spezielle Anspielungen fürs Spaltenjodeln gebracht, ne? Spaltenjodler. Fähiger Frachtenträger, sehr schön. Sehr schön. Das sind also seine Sachen. Motor und Tasche. Die sind anders als unser normales Zeug. Neue Typen, wie du gehört hast. Dass ein Schrotthändler das gebaut hat. Hab schon gehört, er sei ein Profi. Aber trotzdem, echt beeindruckend. Ich melde mich beim HQ und setze mich an die Bewertung. Das heißt HQ.
Testergebnisse zu den Prototypen geschickt, die du geliefert hast. Haben wohl beide für Furore gesorgt. Vor allem der Motor war beeindruckend. Sie konnten nicht fassen, dass er aus Schrott besteht. Man kann ihn problemlos in einen modifizierten Truck einbauen. Der Schrotthändler trat den UCA bei. Der Motor wurde zur Liste herstellbarer Vorräte hinzugefügt. Auch über die Tasche hatten sie Gutes zu berichten. Der Vertrag ist bereits geschlossen und du findest die Tasche in deinem privaten Raum. Willst du deinen Rucksack anpassen, musst du sowieso dort vorbeischauen. Ich hoffe jedenfalls, dass du weißt, was du den beiden verdankst und dass du die neue Ausrüstung testest. Super, hat sich ja vollkommen gelohnt, ne? Neuer Auftrag verfügbar. Ja, erstmal, oh Gott, wir müssen jetzt erstmal entspannen. Ich war ja schon lange nicht mehr gewesen. Privatraum betreten, ja, das machen wir. Und runter da. Oh Gott. Also merkt den Unterschied. Endlich mal hier wieder ins Bett hauen, mal entspannen und dann geht's weiter. Sam, das hast du dir verdient. Ausrüstung anpassen, Kreis. Hallöchen. Ach so, Und warte mal, das sind ja. Oh, das ist jetzt sowas von klein geschrieben, ey. Was ist das? Für Granaten, okay. Ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ne? Mehr Granaten würde ich machen. Genau. Ich habe eine Windmühle. Obwohl, warum nicht? Warte mal, wenn ich mehrere Dinger da anbringen kann, warum nicht, ne? Oder kann ich immer nur eins von den Dingern nehmen? Ah, okay, hier kann ich das... Okay, okay. Zack. Sehr schön. Modifizier mal meinen Rucksack, sehr gut. Aber ich habe noch eine andere Sonnenbrille noch erhalten. Habe ich die ja liegen? Mal gucken. Ja, die habe ich hier liegen. Oh, sehr schön. Die würde ich doch zu gerne mal aufsetzen. Einfach mal gucken. Ja, Mann. Damit kann er sich doch sehen lassen. Sehr schön. So, noch ein Käppi drauf und dann ist gut. So. Ja, Mann, so kann ich mich doch blicken lassen. Das gefällt mir. Duschen, ganz wichtig. Aber vielleicht sollten wir erstmal pinkeln gehen. Ich gehe erstmal pinkeln. Pinkeln, duschen, dann geht's weiter mit der Hauptmission. Immer schön laufen lassen. Lass laufen wie ein Sportlehrer. So, jetzt gehen wir nochmal schön duschen und dann geht's weiter. Sam, du warst lang unterwegs, das hast du redlich verdient.
Ich finde es nur erstaunlich, wie schnell er immer wieder in seine Klamotten reinschlüpft. So, jetzt Terminal benutzen, ganz wichtig. Bestimmt wieder eine Menge E-Mails. Alter Falter, alter Falter. Ihr könnt gerne das Spiel pausieren, das euch durchlesen, aber ich mag das gerade nicht alles vorlesen. Es ist ja... Das ist eine Menge, ey. Holz besiegen, bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Okay, und auf geht's. Speichern wir mal vorher noch. Ich will vorher noch speichern. Speichern, ganz wichtig. Speichern abgeschlossen. Perfekt. Und weiter geht's. So, Piratenraum verlassen. Doch, wir verlassen den Raum, Sam. Meinetwegen liegt sie hier. Bleiben nur noch wir zwei, Bibi. Ich hab nur noch dich. Ich beschütze dich. Was auch passiert. Es tut mir richtig leid. So, Mädels, da brauchen wir wieder. Ah, wo geht's lang? Wir haben wieder aufs Maul. Erstmal hier annehmen. So, zack. Okay, kleiner Bot. Ja, komm. Sehr schön. Gesamtwertung C, ist mir egal. Zack. Wo müssen wir eigentlich für die Hauptmission hin? Hauptmission, wir müssen... Das müssen wir alles erledigen. Eigentlich... Da. Da müssen wir hin, den kompletten Weg. Okay. Also machen wir das. Alter, wir können uns jetzt so einen Truck basteln. Das ist ja... Das ist geil. So ein Ding will ich haben. Ist aber auch dementsprechend teuer. Alter, guck dir mal an, wie teuer der ist. Ey, ey. Dann wir bringen den ja heil von A nach B, nicht wahr? Einmal bitte. Reicht mir völlig aus. Los. Alter Falter. Das sieht mega geil aus. Nicht so wie diese abgeranzten Dinger, die Moods fahren.
Die Haftwaffe verschießt ein anhaftendes Projektil. Waffe und Geschoss sind über einen Draht verbunden, der eingesetzt werden kann, um Ziele heranzuziehen. Ist auch sehr robust. Mehrere Dutzend Kilos sind kein Problem. Damit kannst du Fracht aus der Ferne in Sicherheit bringen. Und sie vielleicht einem Mule vor der Nase wegschnappen. Du bist ein kluges Kerlchen, also fallen dir sicher noch mehr Einsatzmöglichkeiten ein. Das hängt nur von deiner Kreativität ab. Katastrophe, okay, wir packen mir das Ding hin. Oh Gott, ich bin jetzt schon komplett überlastet. Ja, wir packen das Ding auf jeden Fall an die Werkzeughalterung, genau. Aber ich muss hier mal ein bisschen vom Rücken auf mein Lieferfahrzeug mal packen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir aufs Fahrzeug. Keramik, das wollte ich eigentlich recyceln, aber ja, dann machen wir das später halt. Bowlergun, ich packe eine, packe ich aufs Fahrzeug. So. Das Teil, das gibt eh bald den Geist auf, also. Trotzdem mitnehmen. Genau, das ist gut gegen GDs, aber das packen wir trotzdem aufs Fahrzeug. Da weiß ich genau, ich habe was, um Geist abzuwehren. Das Ding behalte ich für Idioten. Ich kann mich nicht sehen, ich habe hier doch für Granaten. Habe ich da denn nicht was? Genau, in die Tasche für die Granaten packe ich das, genau. So, das Ding benutzen wir. Das packe ich hier auf Fahrzeug, da weiß ich genau, ich habe immer eins dabei, genau. Das behalte ich natürlich. Und das Ding, das packen wir einfach mal. Ah, ich recycle das ja dann eh gleich, ne? Also von dem her können wir das hier beibehalten. Genau. Botenstiefel, ich glaube, die ziehen wir einfach mal an. Pass mal auf, die ziehen wir an. Bammschuhe anziehen und die anderen Schuhe, das sind. Genau, die habe ich ausgerüstet, aber wo sind die anderen Dinger hin? Ah ja, die hauen wir einfach hier, zack. In den privaten Schuhen, genau. Passt schon, ja, ich bin zufrieden, komm. Ja. Geil, unser eigener LKW. Pass auf, dann, wie weit sag ich, ich würde jetzt erstmal wie recyceln, Moment mal hier. Recyceln. Wir recyceln das Keramik. Genau. So, und jetzt beeilen. Ich höre noch ein bisschen was in diesem Part erreichen. Oh, jetzt kommt die alte wieder, ja. Aber langsam nervt es. Ich bin ganz ehrlich, das nervt noch eine Weile. Sehr schön. So, auf geht's. Vielen Dank für deinen Beitrag. Bitte. Aber die Animation erinnert mich so ein bisschen an Phantom Pain, wenn ich ehrlich bin. Hallo. So. Driving on the roads, a thing in a car, na 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 na, other one. California, here we come. California. California. Ich glaube irgendwo in die Richtung, oder? Dahin? Ja, dann müssen wir hin. Okay. California. California. Mann. Es war schön, dass der was hingebaut hat, aber. Oh, der kriegt ein Like. Warte, pass auf. Hallo. Scheiße. Ja, Like. Zwei Leute vorne. California. Oh, Grüße, ja, ja. Mein Name ist Sam Porter Widget, ich bin LKW-Fahrer aus Leidenschaft. Man kennt mich vielleicht.
Beim letzten Mal habe ich der Spedition ein paar Sorgen bereitet. Ich habe ungewollt einen LKW verschrottet, aber es passiert dem Besten. Und ich bin zufälligerweise der Beste, den sie haben. Und das will schon was heißen, wenn mir auch so etwas passiert, ne? Das ist kein Problem. Okay. Ja, jetzt muss ich überlegen, genau. Ich höre Stimmen in meinen Kopf. Alter. Wir fahren hier einfach durch. So. Ja, wir wurden nicht abgescannt. Wir fahren einfach weiter, wir ignorieren die Idioten einfach. So. Ah, ich könnte ja vielleicht nochmal einen kleinen Schwank aus Mediger Solid erzählen, oder was meint ihr? Was für das? Jetzt habe ich Angst. Apropos Angst, Hideo Kojima hat ja auch das Spiel PT gemacht, nicht wahr? Und das war halt ein Spiel gewesen, das halt Metal Gear Solid 5 Phantom Pain in einem Radio in einer verlassenen Hütte im Wald. Da wird über die Szene, über das, was dort passiert ist, wird halt berichtet. So auf Englisch, aber egal, man kann den ganzen trotzdem ganz gut folgen. Jedenfalls, wollte ja eigentlich Hideo Kojima noch ein Silent Hill Teil rausbringen, aber dann kam ja die ganze Misere mit Konami und oh Gott, das war einfach eine riesen Katastrophe gewesen. Aber ey, warte mal, was haben wir denn da? Frisches Wasser. Geil, muss ich mitnehmen. Warte, das muss mit. Frisches Trinkwasser, ganz wichtig. Das will ich mitnehmen. 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 Genau. Nehmen wir natürlich mit. Zack. Und aufgeladen. Jedenfalls PT, das war ein Horrorspiel, was er gemacht hatte. Und wie bereits sagt, Silent Hill war ja eigentlich schon der Mache gewesen. Wen er schon als Schauspieler hatte, war Norman Reedus. Das ist der Schauspieler, der gerade Sam Porter Bridges verkörpert. Naja, konnte er sich wenigstens ein anderes Projekt widmen, nämlich Death Stranding. Oh, guck mal, ich habe gerade Nachricht erhalten. Oh Gott, guck mal, die haben geheiratet. Oh, sehr schön. Danke sehr, Chilio. Jetzt war ich noch auf der richtigen, Strecke hier. Wir müssen hier hin, ne? Nee, oder? Warte mal. Dahin müssen wir, genau. Da, eine Straße. Mensch, warum fahre ich denn hier nicht lang? Genau, da konnte sich nämlich der gute alte Hideo Kojima nämlich Death Stranding widmen. Aber es ist halt trotzdem schade, dass er jetzt nicht Silent Hill fertig machen konnte. Ich hätte Silent Hill Teil von Hideo Kojima, ich hätte es toll gefunden, ganz ehrlich. Ja, bestimmt richtig klasse geworden. Herrlich, das ist herrlich, einfach mal wieder mal auf einer richtig schönen, geraden Strecke entlang zu fahren. Okay, gut, das ist ein kleiner Bogen, aber egal. Aber es ist immer noch besser, jetzt durch dieses komplette Geröll und die ganzen Mist hier zu fahren. Du sagst es, Sam, du hast immer noch drauf, du hast das Autofahren nicht verlernt. Aber das ist das Klasse hier an dieser Community. Die Community, die hat halt irgendwelche Ideen, was man bauen kann,
Und dann gibt es andere Leute, die Materialien dazu beitragen. Und dann wird halt zusammen an so etwas halt rumgebaut. Das ist gut. Genial. Das ist herrlich. Das ist wunderbar. Ja, und selbst wenn wir jetzt gerade getrackt worden sind, egal, ich fahre hier einfach weiter entlang. Ja, ich fahre als Rekord, wir fahren schon sehr auf die Strecke. Manchmal bin ich zwar einsam hier. Aber ich habe hier meinen Glücksgänger. Das ist ein Kuscheltier von Pokémon. Das habe ich immer bei mir. Habe ich mir damals von der Leipziger Buchmesse mitgeholt, ne? Von dem her, das ist so mein kleiner Begleiter. Und wir sind schon wieder hier in Lake North City. Und diesmal haben wir unseren eigenen LKW dabei. Ich habe mich eh gefragt, warum können wir hier nicht diese LKW verwenden? Vorsicht, er kommt! So. Ich muss mir die Beine vertreten. Genau. Und wir sind bereits da. Hallöchen, na, was wollt ihr denn von mir? Die Leute in South North City haben wegen der Terrorangriffe in letzter Zeit viel durchgemacht. Auch Versorgungsgüter erreichen sie jetzt nur unregelmäßig. Es hungert niemand, noch nicht. Aber in der Stadt breitet sich Unbehagen aus. Du musst ihnen so viel Nahrung, Oxytocin und andere Grundversorgungsgüter wie möglich bringen. Außerdem lieferst du Samen, Regenwurm- und Insektenproteinpaste, organische Chemikalien und mit deinem Blut versehene Anti-GD-Waffen. Nichts davon kann man via chiralem Drucker senden. Das wird die Einwohner daran erinnern, dass sie mit dem Rest des Landes verbunden sind. Es wird ihnen Hoffnung geben. Und wenn du sie ans chirale Netzwerk anschließen kannst, ist das umso besser. Aber trotzdem lässt mir etwas keine Ruhe. Fragile war vor kurzem hier und sagte, der Strand sei irgendwie instabil, weshalb sie Probleme habe zu springen. Bis Ruhe einkehrt, wird sie dich nicht unterstützen können. Fragile ist im Verteilerzentrum südlich von Lake North City, falls du mehr wissen willst. Ich habe dir ihren Standort auf der Karte markiert. Sieh dir das mal an. Und übrigens scheint die chirale Dichte überall zu steigen. Wir untersuchen gerade, wie das die Funktionalität der Cupids beeinflusst. Aber du musst dir darum keine Sorgen machen. Mach weiter das, was du am besten kannst, ja? Ja, LKW fahren, das kann ich am besten. So, liefern. Verlorene Flacht liefern, da habe ich ja was mitgenommen, ne? Ja, bitte sehr, flüssiges Wasser. Das ist zwar kein Alkohol, aber das knallt trotzdem. Füll's einfach in einen Wasserballon und dann kann man damit Leuten wehtun. Beziehungsweise, du nimmst die Wasserballon, packst es in die Tiefkühltruhe und dann kannst du mit auch Leuten wehtun, ja. So, Aufträge annehmen, ja. Ich könnte auch für einen Bot aus liefern lassen. Ist natürlich vollkommen machbar. Auf den Versehen. Ich will erstmal wissen, wo es mich hin verschlägt. Das ist eine dicke Lieferung, ne? 43 Kilogramm. Aber gut, die Leute hungern, von dem her, wir machen es mal, ne? Aufträge annehmen, genau. Ich bin eigentlich ganz gut versorgt, was ich vielleicht noch beleuchtet wäre heute, vielleicht. Eins davon, dann kann ich mir noch einen Generator bauen und dann kann ich unterwegs noch den LKW tanken und es ist ja auch vollkommen legitim. So. Alter Verwalter, hä? Lade auf Fahrzeug, Fahrzeug. Oh, dann machen wir am nächsten Part einen richtig schönen Roadtrip, ne? Was meint ihr? Roadtrip klingt super, ne? Aber mal aufbrechen, ne? Vielleicht schaffen wir das schon in diesem Part. Wer weiß. Auftrag kann nicht bearbeitet werden. Wie bitte? Auftrag kann nicht bearbeitet werden. Bitte warten, bis das Problem behoben wurde.
Oh, hi. Sam Bridges, nehme ich an. Tut mir leid, das System scheint irgendwie zu spinnen. Eins der Pakete wurde nicht korrekt abgewickelt und fehlt in dem Auftrag. Hier steht, der Kunde ist Fragile selbst. Irgendjemand hat es doppelt etikettiert und es war nicht klar, ob es für Fragile Express oder Bridges war. Naja, sorry wegen der Störung und Vorsicht. Fragile heißt ja zerbrechlich. Okay. Kleine Wasserstoffbombe, ja, was soll denn das sein? Vorheriger Besitzer, Fragile und vier andere. Das soll eine Wasserstoffbombe, damit könnte... Vielleicht, das ist Bombe und könnte eventuell die Stadt kaputt machen. Das wollen wir gar nicht, ne? Fragile hat ja selber davon berichtet gehabt, dass sie mal verarscht wurde, ne? Warum steht dran mit Zeitzünder? Wird aktiviert, sobald... Ach, wenn ich davon getrennt bin. Na, warte mal, dann ganz wichtig. Es könnte eine Falle sein. Es könnte eine richtig miese Falle sein, aber gut. Scheiße, ich habe eine Bombe an Bord. Wie soll ich mich da bitte schon fühlen? Ich hoffe mal, ich habe alles dabei, oder? Ey, vor allem das Ding, das tickt so widerlich, das, oh Gott. Jetzt mal ernst, sollte ich die Lieferung wirklich von A nach B bringen oder ist, sollte ich doch viel lieber... Alter. Oh, ich glaube, ich muss eine Nacht drüber schlafen, ey, das ist... Ja. Zack. Wir fahren einfach, wir nehmen einfach die Strecke, die gerade da ist, ne? Nein, nur, es ist eine Wasserstoffbombe. Ja, es schreit gerade dazu nach Trap, weißt du? Es ist halt so ein Admiral Akbar-Ding. It's a Trap! Und nicht so eine Art Trap, wo man jetzt sagt, ja, ihr seid ein Typ, der halt gerne Frauenklamotten trägt. Nein, sondern wir reden hier von It's a Trap! Wisst ihr, ich meine? Trap halt. So eine richtig fiese Trap. Und ich bin der festen Überzeugung, sobald ich diese Trap halt ausgeliefert habe, wird die komplette Stadt wirklich restlos ausgelöscht. Ich habe da wirklich so eine fiese Vorahnung. Nur ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich das Ding wirklich ausliefern oder nicht? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Alter Verwalter, ich habe gerade so ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ich kann auch nicht mal irgendwie einen lustigen Spruch bringen. Boah, Traps, oh, kein Problem, Traps liefere ich regelmäßig mal gerne aus, ne? Ich habe nichts gegen Traps, ne? Claptraps mag ich ja ebenfalls. Ja, solche Sprüche kann ich jetzt gerade nicht bringen. Das ist gerade eine ernste, wirklich todernste Angelegenheit. Egal, Nitro, komm schon, wir wollen ein bisschen was erreichen hier, zack. Gute Frage, nächste Frage. Ja, das ist herrlich. Du brettest ja immer über die Straße und nichts hält dich auf. Das ist geil. Außer die Trap, die ist nicht geil. Ich habe da wirklich so ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Vielleicht soll ich das Ding nehmen und einfach ganz weit wegwerfen. Ja, ich überhaupt noch direkt in die Strecke. Ja, bin ich. Okay. Ich darf mal gucken, wo die Straße so schön lang führt. Oh, natürlich, ich wurde wieder getrackt. Guck mal, das ist doch...
Nee, oder? Ist das. Nee, das ist. Ach, das ist ein Post. Okay, gut. Nee, ich dachte, es wäre ein Generator, wo ich jetzt auch mal schnell mein Auto aufladen könnte. Da hat wieder jemand irgendwas verloren. Ich könnte es ja ganz schnell hier einliefern, aber egal, ich muss mich beeilen. Ey, ich muss mich beeilen. Ich habe hier eine Bombe an Bord. Eine ganz fiese Bombe. Eine Trap. Ich habe eine Trap an Bord. Die Trap. Komm schon. Moment. Nee, das ist ein Bauprojekt. Ah, okay, gut. Komm schon, wir beeilen uns. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren abstimmen, ob ich es abliefern sollte oder nicht. Weil ich gehe mal nicht davon aus, dass ich jetzt das hier abliefern werde. Fahr zurück, Rückwärtsgang geht nicht. Ah, Dreck. Oh. Alter, weil ich weiß nicht, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Vielleicht, ich soll das vielleicht nicht abliefern. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl dabei. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, okay? Ich bin da wirklich für sämtliche Vorschläge offen und... Alter, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich tun soll. Ah, springen, warte mal. Machen wir mal. Springen, spring Auto, komm. Alter, unser Auto kann springen. Nicht umkippen, nicht umkippen. Oh Gott. Aber hätte ich das mal eher gewusst, dass das Auto springen kann. Like. Hast ein Like von mir erhalten, so. Haben wir es bald geschafft? Wir müssen noch ein bisschen, ne? Nein, das ist... Oder? Doch, doch. Wir haben es fast geschafft. Fast. Da müssen wir nicht hin, wir müssen da zu dem Sternchen. Spring! Das Auto von Super Mario. Oh, Scheiße. Knappe Kiste. Ganz knappe Kiste. Ganz ruhig, ganz ruhig. Bleib ruhig, sehr ruhig, mein Kind. In dürren Ästen säuselt der Wind. So. Alter, Alter. Ob das was wird. Ich meine, ankommen werden wir natürlich, klar. Aber die Frage ist, was machen wir mit der Bombe? Abliefern oder ganz weit wegwerfen? Ich habe eh gerade... Warte mal. Ihre Route wird berechnet. Dadurch muss ich dahin, oder? Nee, nein. Weil ich muss hier ganz nach unten, genau. Dann muss ich nach rechts gucken. Da, ich sehe es. Okay, okay. Ich hab das Ziel vor Augen. Okay. Okay, ich habe das Ziel vor Augen. Wie bald sagt, stimmt mal unten in den Kommentaren, ob ich die Bombe abliefern sollte. Falls es eine Falle ist, bis dahin sage ich. Passt auf euch auf. Macht's gut, meine Freunde. Ciao.